Hallo und willkommen zu Risen. Ich bin. Was soll das? Und jetzt die Waffe weg. Entspannen wir uns wieder. Falk. Und endlich wieder Risen. So, wo bin ich stehen geblieben? Ich war hier. Ich habe hier die Wache abgelöst, blablub, und mir halt einen Bogen geholt. Ganz frisch und neu. Bevor ich weiter erzähle, will ich jetzt erstmal mit allen Leuten so reden, weil ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo ich den nächsten Anhaltspunkt finde. Deswegen werde ich jetzt nochmal zum ersten laufen und ich werde jetzt alle einmal anquatschen, um zu gucken, ob die jetzt irgendwie neue Dialoge haben oder so. Gut. Ansonsten, egal, ich komme gleich dazu. Wartet. Okay, der will noch handeln. Ich habe mich entschieden, auf Stärke zu gehen. Aus folgendem Grund, weil Geschicklichkeit ist anscheinend immer nur Bogen. Und nur Bogen. Erstens wäre es langweilig, wenn man nur hinsteht und schießt. Also auch so ein bisschen für die Zuschauer. Und auch für mich. Ich finde den Nahkampf hier richtig Hammer. Und würde den gerne beibehalten. Das heißt aber nicht, dass ich Bogen vernachlässige. Ich werde trotzdem ein paar Punkte in Geschicklichkeit packen. Und so als sekundäre Dings so ein bisschen mit dem Bogen agieren. Aber trotzdem den Schwertkampf meistern. Außerdem bei Bogen hier unten, 24, man braucht Pfeile. Wenn man keine Pfeile hat, und dann Geschicklichkeit und dann ist scheiße, ne? Oder wenn man zum Beispiel gerade im Nahkampf ist und so, ne? Also wenn man gerade hier so, ne? 101. Dann kann man nicht einfach den Bogen hier so, das ist scheiße. Egal. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Nein, das war falsch. Ich wollte Schwertkampf. Was ist? Gerade okay, nicht. Der möchte nicht. Dann haben wir noch Sam. Was kannst du mir. Erstmal nix. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Stärke und Schwertkampf lernen. Broger will auch nicht. Erzähl mir mehr über die Arena. Erzähl mir mehr über die Arena. Hören wir mal. Der Kampf in der Arena ist keine ernste Sache. Wir machen das, um uns zu messen und zu trainieren. Wenn du kämpfen willst, geh zu einem unserer Kämpfer und fordere ihn heraus. Wenn der sich mit dir schlagen will, geht er mit dir in die Arena. Nice. Der Kampf beginnt, wenn beide Gegner in der Arena stehen und ihre Waffen gezogen haben. Wer zu Boden geht, hat verloren. Ach, verstehe. Okay. Da ich meine komische Taktik benutze mit Boden aufstehen und wieder weiter draufschlagen, es würde in der Arena ja nicht funktionieren, weil wenn ich einmal auf dem Boden bin, ist verloren. Das heißt, ich muss, kannst du mich im Kampf unterrichten? Besser werden. Hier. Wie viele Lernpunkte habe ich denn? Ich habe nicht genug Gold. Holen wir uns erstmal Stärke. Warte mal, du kannst Konterparaden ausführen. Angriffe deiner Gegner unterbrechen. Holen wir uns erstmal Stärke. Ich will stärker werden. Gut so. Ich will stärker. Ich kann sogar noch stärker werden. Ich will in eurer Arena kämpfen. Das wollte ich hören. Na dann, viel Glück. Aber merk dir, wenn einer am Boden liegt, ist der Kampf vorbei. Wenn du nachtrittst oder jemanden tötest, wird man dich zur Rechenschaft ziehen. Klar? Klar. Okay. Ich will spielen. Kämpft euer Anführer Broger auch in der Arena? Das solltest du lieber nicht fragen, Junge. Allein die Frage würde ihn schon aufregen. Ich glaube, das lassen wir nicht. Wieso? Weil du dich besser nicht mit ihm anlegst. Oh, nicht einmal bei einem harmlosen Wettkampf in unserer Arena, verstehst du? So, so. Ach, ich weiß nicht. Ich will spielen. Na, dann lass mal hören. Auf was willst du setzen? Ach so, das ist diese... Ach so. Ich kämpfe gegen Ricardo und gewinne. Ich werde Lorenzo in der Arena besiegen. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. Okay. Ist halt die Sache.
Ich hatte ja sogar gegen Lorenzo habe ich gespielt, ne? Gegen den hatte ich leichte Probleme. Nee. Nice. Warte. Ach, ich dachte, das wäre... Ich hab ja jetzt Dietrich hier, ne? Penn war erstmal hier drin. Ich brauche unbedingt Gold. Oh, alter Scheiße. Ich brauche Gold, damit ich meinen Schwertkampf verbessern kann. Und damit ich mir Arbeitskleidung kaufen kann. Meine Scheiße. Das gucken wir nochmal. Wie viel halt Kräuter haben wir denn? Es gab ja so eine komische Quest mit Kräuter hier. 7. Phil! Clay hat deinen Posten übernommen. Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Jo, danke, Mann. Ich will ein Bett. Ach so, ja. Ja, ich habe kein Geld, Mann. Oh, scheiße. Ich bin pleite. Abfuck. Was machen wir denn jetzt? Ich brauche Geld. Ich hörte, Craig hat eines dieser goldenen Bruchstücke. Das behauptet er jedenfalls. Der alte Halsabschneider will aber einen Haufen Gold dafür. Ist ja reizend. Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Habe ich doch bezahlt. Ich hatte es wohl vergessen. Du hast ihm doch nicht etwa das Gold gegeben, das er haben wollte, oder? Reden wir nicht drüber. Na schön. Wie du meinst. Okay. Vielleicht war das gar nicht so, Ach, scheiße, ey. Ich hätte ihn bestimmt im Duell besiegen können und dann mir das nehmen können. Scheiße. Ich möchte... Gut. Hab ich doch eh nicht. Was da? Nein, das haben wir ja schon. So. Ah, abfuck. Hier eine Machete, Klingenschaden 20. Ist ein bisschen stärker. Ich muss echt mal verkaufen hier. Den Stab. Sichel, Knüppel. Brauche ich nicht. Rostiges Schwert brauche ich nicht. 24 Gold. Jagdmesser brauche ich nicht. Wobei das Jagdmesser vielleicht, wenn ich sterben sollte. Gibt es hier irgendwas mit hohem Wert? Verkaufswert? Kaltes Erz, Perle. Ich weiß auch nicht, was ich noch gebrauchen könnte. Es ist alles so. Oh. Nee, das mache ich nicht. Alchemie-Sachen sollte ich lieber nicht verkaufen. Weil das kann man ja noch. Da kann man ja so komische Tränke mitmachen. Armbrust, Ring des Schützen. Benutze ich die Armbrust? Werde ich Armbrust benutzen? Armbrust skaliert ja auf Stärke. Und wenn ich auf Stärke mache, könnte ich eigentlich, auch wenn ich den Bogen lieber mag, auf Armbrust noch. Ah, ist ein bisschen scheiße alles, ne? Ja, das ist hier einfach nur ein Ring. Ja, machen wir erstmal. Wie teuer ist denn die Machete? 85. Gold wert. Verkaufen wir noch die Machete. Das Jagdmesser. Holen uns die Machete. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Was gibt es denn hier noch? Speer. Äxte. Weil die nächststärkere Waffe wäre erst hier. Schädelspalte. Und so viel Stärke habe ich ja nicht. Ich bin immer so unschlüssig, ne? Aber die Machete, ich denke, die hilft mir erstmal weiter. Ja. Scheiße, jetzt habe ich noch weniger Gold. Eigentlich wollte ich verkaufen, damit ich noch mehr Gold habe.
Na ja, gut, jetzt habe ich ein bisschen mehr Angriff. Was ist? Reden wir nochmal mit. Oh Gott. Mit Herrn Meppo. Okay. Alles klar bei dir? Mann, lass mich rein. Halt. Ich rede jetzt mit der Frau. Wie hieß die nochmal, ey? Rachel, genau. Übrigens. Die Kämpfer veranstalten Arena-Kämpfe. Ach, sollen sie doch. Hoffentlich hauen sie sich gegenseitig mal so richtig die Grütze aus dem Hirn. Dann sind sie vielleicht etwas ausgeglichener und nerven mich nicht ständig. Craig spielt um Gold mit seinen Jungs. Erfahrung gekriegt. Dieser Mistkerler weiß genau, dass der Don sowas hier im Lager nicht haben will. Die Hunde sollen ihm das Gold bringen und es nicht für jeden Mist verjubeln. Geh hin und sag ihm, dass er damit aufhören soll. Alles klar. Gut, ich könnte ihm das sagen. Ich könnte aber auch erstmal um Gold spielen, ne? Wie viel Gold habe ich denn? Warte, ich hab einen Plan. Der wird zwar nicht funktionieren. Der wird überhaupt nicht funktionieren. Warte mal. Der wird kein bisschen funktionieren. Ich speichere lieber nochmal so manuell. Like a boss. Ich will erstmal nochmal gegen Lorenzo probieren. Ich werde abgemacht. Okay. Wie wär's mit einem kleinen Arena-Kämpfchen? Vergiss es. Mit dir lasse ich mich nicht mehr ein. Hau ab! Was? Junge! Was guckst du so? Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Ja. Ich hab ihm das Gold schon gegeben. Der ist weg? Ey, warte mal. Der ist weg. Der hat mich betrogen. Dieser Spinner. Alter. Da ist er. Lorenzo wird nicht mehr mit mir in der Arena kämpfen. Tja, dann hat sich das wohl erledigt. Hier hast du deinen Einsatz zurück. Boah, Alter, ich dachte schon, Mann. Junge, so jetzt, ich hab keinen Bock mehr hier. Ich hab Rachel davon erzählt. Ich hab Rachel von euren Wetten erzählt. Was? Hast du einen an der Fackel, Alter? Das kannst du doch nicht machen. Haha. Was ist das Problem? Mann, der Don hat Glücksspiele verboten. Vor allem die, bei denen um Gold gespielt wird. Ach was. Jetzt stell dich nicht so dämlich an. Geh zurück und bieg das wieder gerade. Am Arsch, Mann. Hier wird nicht gespielt. Was stehst du hier rum? Geh zu Rachel und klär die Sache, Mann. Mann, hier wird nicht... Nein, ich will das hier nicht haben. In diesem Goldspielerei-Kacke. Glücksspiele machen süchtig. Moment mal. Du warst doch bei Craig, oder? Was hat er gesagt? Alter, diese Entscheidungen, ne? Wenn ich sage, er wird es nicht wieder tun, dann biege ich es gerade und er wird weitermachen. Wenn ich sage, ich glaube nicht, dass er damit aufhören wird. Ich meine, ich könnte selber auch ein bisschen. Ne, der ist zu heftig, den schaffe ich eh nie. Na komm, ich habe keinen Bock, dass er das macht. Ich glaube nicht, dass er mit den Glücksspielen aufhören wird. Aha, so ist das also. Na warte, das werde ich schon regeln. Das Glücksspiel hier im Lager ist jetzt endgültig vorbei. Das hast du gut gemacht. Hier hast du ein paar... Wer das lohnt sich? 40 Gold. Naja. Mir ist jetzt nicht nach Reden. Gut, das habe ich mir eine eigene Option abgestellt quasi. Jetzt kann ich das nicht mehr machen mit dem, aber... Wollte ich eh nicht. Wo ist der? Ich will spielen. Das hättest du wohl gerne. Erst uns verraten und dann noch abkassieren wollen, was? Ja, war ein Spaß. Hau bloß ab. Das Spiel hat sich für dich endgültig erledigt. Kein Ding. Ich wollte diese Scheiße eh nicht machen. So.
Das machen wir noch nicht. Ich gehe jetzt zu dem Bauern da oben. Alter, wo krieg ich ein Gold her, ey? Dwight. Du, das ist gerade ganz schlecht. Junge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt weiterkommen soll im Lager. Ich muss ja zum Don, ne? Warte mal. Warte, und dazu muss ich mir die Gunst erarbeiten. Oh. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße. Zusammen sind wir stark. Wow. Geht das? Ja, ich ziehe ja gar nichts ab. Nein, 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 nein! Yo, 60 Erfahrung. Wow! Nein! Bin tot! Bin tot! Nein! Phil! Phil! Überall diese Mistviecher. Oh! Scheiße, Junge. Du bist völlig mistviecher. Oh, der kommt hier rüber. Wieso helfen mir die denn nicht? Alter, sind die behindert? Alter, Jungs. Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Nur ein totes. Alter. Alter, jetzt habe ich alles. Macht jetzt die Glücksspiele noch oder was? Ich will spielen. Tatsächlich. Besorgt der. Gott, Mann. Nee, ich mache jetzt einmal. Jetzt habe ich ja dieses Glücksspiel-Kacke immer noch. Ich werde das natürlich genauso machen, wie ich es vorher auch gemacht habe. Weil das zählt nicht sonst. Aber ich will einfach mal was testen. Wenn mir das Glück nochmal diese Chance gibt. Zeig mir. Ich werde hier einfach verkaufen. Oh. Zeig. Ich werde das da eh wieder. Warte. Genau. Ich werde das eh wieder laden. Egal was passiert, ich werde das wieder laden, weil ich das genauso machen werde wie davor. Sonst zählt das nicht. Aber ich will gucken, ob der eine Chance gegen mich hat. Einfach mal so testweise. Ach so, jetzt habe ich mir das gar nicht durchgelesen. Du musst ihn beleidigen. Der will gar nicht. Und? Für Bier machen sie es. Ja, ich konnte halt ein Schild, das schaffe ich nie. Aber ich will einfach nur mal testen. Und dann werde ich wieder neu laden, werde ihn wieder verraten, werde das wieder rückgängig machen und. Zeit für eine kleine. Ey, ich dachte, es geht los, wenn beide ihre Schwerter gezogen haben. Ich hatte mein Schwert noch nicht gezogen, du Penner, Alter. Siehste, keine Chance. So. Kacke, dass ihr das alles sehen musstet. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht in dem Part bis jetzt, ne? Ich werde das mal schnell hier dingsen. Bla bla bla. Rachel, la 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 la. Moment mal. So. Ach, das macht er noch. Okay. So, okay. Jetzt bin ich hier hochgelaufen zu den Wölfen. Die. Warte.
Die Wölfe schaffe ich nicht. Ich brauche einfach mehr Rüstung oder so. Ich weiß nicht. Oder ein Schild. Ich brauche ein Schild. Alter, wie teuer das ist, Mann. Oh Gott. Am Arsch. Kannst mich mal. Ich hab nicht so viel Geld, Mann. Ich werde jetzt Kräuter farmen. Die da seine 10 Kräuter bringen. Kraut. Mach dich, suchst du was? Okay, da möchte ich mit mir reden. Kraut. 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 Okay, das müssten 10 Kraut. Kraut. 10 Kräutle sein. Oh. Ich hab Kraut. Ich hab gut gemacht. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. Wow, der verkauft immer wieder. Der kauft mir immer wieder Kraut auf. Naja, ich hab's nur einmal gemacht für die Quest. Oh. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Geht doch. Oh, nice. Ich beraub den hier voll, ey. Wow, eine Rezeptur. Hat er nicht gesehen? Pass auf, was du anfasst. Hat er gesehen? Oh, scheiße, ich war's nicht. Oh. Diese Würmer kann ich auch nicht... Kleiner Heiltrank. Kann ich die jetzt herstellen oder was? Ich brauche Fläschchen, Heilkräuter, Wein. Nee. Die Sumpfleichen sind auch zu stark. Ey, das ist alles zu stark. Was soll ich machen? Redet der noch irgendwas hier? Was hat verkauft? Kräuter und Bier. Toll, ich kann die Kräuter für 10 kaufen und für 10 wieder verkaufen. Läuft. Nee, ich werde jetzt... Wie lange geht denn der Part noch? Oh, schon wieder 20 Minuten. Ich werde jetzt... Ach nee, oh, wow, 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 scheiße. Ich bin tot. Ich werde jetzt... Was soll ich denn machen? Was soll ich denn sagen? Alter. Achtung! Die helfen mir. Beide Wölfe hier. Ja. 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 Yo. Ey, hab doch. Ist der. Was? Ich hab den. Bleib stehen! Ich hab doch gar nichts gemacht! Alter. Unglaublich. Jetzt kann ich hier aber mal gucken, was hier so ist. Wenn jetzt wieder Wölfe kommen, dann ist es vorbei. Stachelratte. 3 Stachelratten. Ja. Das kann ich doch schon wieder nicht machen. Lol, ich brauche eigentlich... Ich glaube, ich brauche Arbeitskleidung. Aber... Ich gucke jetzt mal, ob die mir noch böse sind. Wenn ja, dann habe ich ein Problem. Obwohl ich nix gemacht hab, Mann. Nix. Jetzt mach ich dich fertig. Alter, was soll denn das? Ja,
Jetzt beginnt der Tanz. Abhauen kannst du vergessen. Wehe, du gehst mir nochmal auf den Sack. Hä? Okay. Bist du wieder in Ordnung? Du hast doch mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Wolltest du was? Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Was war das denn, Mann? Du, das ist gerade ganz schlecht. Okay, aber die sind wieder normal. Ich glaube. Jetzt nicht. Okay. Gut. Mach dich nützlich. Ich weiß nicht, was das war, ne? Aber, Wenn du wieder Bedarf hast. Ich kenne kein Rezept. Ich hau dir gerne wieder ein. Ist das was Besonderes? Was hast du hier zu suchen? Oh Mann, ey. Ich werde mal was machen. Was willst du hier? Du Dieb, ich bring dir Manieren bei. Das habe ich mir gedacht. Ich wollte nur gucken, ob das wirklich geht. Hola doch! Alter, sind die behindert? Also die greifen einen wirklich an, wenn man was klaut. Wieso hat denn der andere mich nicht? Der hat das auch gesehen, der Kräuterkäufer da. Na gut. Pass auf, was du anfasst. Ja. Alter, ich hab nix gemacht. Ich hab nur diese Glücksspiele verboten. Nein, jetzt nicht. Ich gehe jetzt ein bisschen in den Sumpf, damit ich wenigstens am Ende noch was Sinnvolles gemacht habe. Lass dich nicht aufhalten. Die wollen ja alle nicht mit mir reden, Mann. Müssen wir ja speichern. Mach was anderes. Na gut, dann rede ich nochmal mit dem Jäger hier. Schickbogen noch so gut. Na? Information, hier hast du eine Flasche, bekommst du umsonst. Ach so, ja, ich suche Kämpfer-Dorga, weißt du übrigens. Stimmt, das reden, fragen wir erstmal. Ich suche den Kämpfer-Dorga an. Was weißt du über ihn? Oh. Der Idiot ist da hinten in einer Höhle im Osten. Ach, das? Ist seitdem nicht mehr rausgekommen. Wird mich nicht wundern, wenn er von den Viechern da drin gefroren ist. Ich verstehe schon. Ja, ja, komm. Denke ich. Hier, wie kriege ich Broga dazu, dass er mit mir in die Arena steigt? Das ist doch nicht dein... Klein Holz. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, erzähl mir lieber, was ich wissen will. Das Einzige, was den Kerl aus der Reserve lockt? Genau, ist Angst. Angst, seine Machtstellung im Lager zu verlieren. Wenn einer kommt, den alle respektieren, wird er aufmerksam. Mach all seine Krämpfe in der Arena platt. Oh. Und er will selbst testen wollen, wie gut du wirklich bist. Oh. Ich verstehe. Das ist ja richtig kacke. Du Spaßvogel, hast gar kein Bier dabei. Ja, stimmt auch wieder. Gut. Dann lassen wir das für heute. Hab nicht wirklich was gemacht. Aber sowas soll es auch geben. Nun gut, dann sieht man sich beim nächsten Mal. Tschüss!